Hallihallo, ein Frühlingslied. Der Frühling hat sich eingestellt. Wir haben hier zwei Zeilen des Liedes. Wir haben die erste Stimme und die zweite Stimme. Erste Stimme, zweite Stimme. Also wir spielen erste Stimme oben und hier oben. Ich habe bei der oberen Zeile die Töne angeschrieben. Mit dem Fis. Ab hier nicht, weil es sind eigentlich immer dann die gleichen Töne, die wieder kommen. Also wenn du sie nicht erkennst, dann bitte ich sie, dich abzuschreiben von oben, wenn du siehst, oh, ich weiß nicht, wie dieser Ton heißt, zweitoberster Zwischenraum, suche ich mir hier den zweitobersten Zwischenraum, hier ist der Kopf der Note, ein C, jetzt weiß ich, das ist ein C. Okay? Das Fis hier habe ich angestrichen. Zur Erinnerung, hier unten das tiefe D und das tiefe Fis. Das ist nicht ganz deutlich, das ist ausgemalt. Da, das sind geschlossene Löcher. Genau. Ich spiele mal das Lied mit der C-Flöte. Ich mache ein bisschen Abstand wegen der Lautstärke. Okay. Die Melodie klingt so. Einmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Okay, ich spiele mal die zweite Stimme, damit man sie mal gehört hat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Gleich noch einmal. Man kann mit der Maus oder auch mit dem Finger immer wieder den Balken beim Video dahin ziehen, wo ein Stückchen beginnt oder nicht. Man muss sich einfach die Zahl der Minuten merken. Okay, nochmal die zweite Stimme. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entschuldigung, falsch eingezählt nochmal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Das ist die Melodie. Ein Atemzeichen. Frühling hat sich eingestellt. Oh Land, wer wird ihn sehen? Das ist klar. Der muss mit mir ins weite Feld, ins grüne Feld nun gehen. Natürlich, ja, das sind die Atemstellen. Zweite Stimme genau dasselbe. Genau, der Frühling hat sich eingestellt. Das ist
ein mehrstrophiges Lied, das heißt, die Wiederholungszeichen braucht es gar nicht, weil es ist klar, dass man die Melodie mehrmals spielt. Versuch es und wenn Probleme sind, ruf mich an.